erst kommt das Fassen und dann die Moral. Das hat jetzt nicht so was mit unserer Programmdebatte zu tun, führt mich aber zu einer Problematik, die mir heute durch verschiedene Redebeiträge einfach nochmal ganz wichtig geworden ist. Es geht um die Entlohnung. Wenn heute viele unserer jungen Menschen unseren Osten verlassen, in westliche Bundesländer gehen oder noch weiter weg, dann hat das zum Großteil damit zu tun, dass sie hier eine Entlohnung erfahren würden, wenn sie überhaupt Arbeit finden, die eben zum Teil nicht mal das Existenzminimum ermöglicht. Ich sehe das auch teilweise bei meinen eigenen Kindern, die da noch ganz gut dran sind, aber trotzdem. Beispiel, unsere Betty ist nun endlich auch mit ihrem Referendariat fertig geworden, unsere Jüngste in Leipzig, das zweite Kind ist da. Sie wird hier bleiben mit ihrem Lebenspartner. Sie können es sich ermöglichen, weil beide zusammen dann doch einigermaßen verdient werden. Aber andere aus ihrer Altersgruppe, die können eben hier nicht bleiben. Und die Hälfte von den Leipziger Referendaren, die mit ihr fertig geworden sind, geht auch in die westlichen Bundesländer. Ganz einfach, weil sie dort eine entsprechende bessere Entlohnung erfahren. So, ja. Ich habe mir heute schon meinen Teil gedacht. Wenn wir die Ost-West-Entwicklung künftig anders haben wollen, dann brauchen wir hier im Osten ganz dringend das, was bei uns auch hier steht, eine gleiche Entlohnung. Es wird allerhöchste Eisenbahn. Fachkräftemangel haben wir jetzt schon und der wird sich für den Osten noch weiter ausbauen. Also dringend nötig, dass hier eine Änderung stattfindet. Ganz wichtig, dass wir dafür eintreten. Wir brauchen unsere jungen Menschen hier. Aber es geht ja noch weiter. Gabi Zimmer hat mir auch wieder den Denkanstoß gegeben. Wir dürfen da auch nicht bei uns stehen bleiben. Was für Probleme treten allein dadurch auf, dass wir auch innerhalb unserer europäischen Länder so eine ungleiche Lohnentwicklung haben? Wie viel Diskrepanzen, wie viel Entsolidarisierung wird damit herbeigeführt? Und wenn wir dann großkotzig sagen, na gut, wir als Deutsche, wir können uns dann immerhin noch Fachleute reinholen. Was ist das eigentlich für eine schlechte Entwicklung, wie unhuman, denn wir bluten damit eventuell auch andere schwach entwickelte Länder aus, denn denen gehen ja dann die Fachkräfte verloren, weil wir zugreifen können. Ich meine, das hatten wir schon mal als DDR erlebt, wie schlimm so etwas wird, wenn Fachkräfte abgeworben werden. So, insgesamt Abschluss. Mir ist es ganz wichtig, dass dieser Lohnkampf heute noch nicht so favorisiert, aber einsetzt, ganz verstärkt einsetzt, weil es mir um eine solidarische Entwicklung geht. Und ich habe heute auch kapiert, das darf nicht eine deutsche Sache bleiben, das muss auch europäisch, international laufen. Und ja, du hast ja so recht, Kunst und Kultur gehört zu Menschen dazu. Aber ich muss auch einer bestimmten Schicht von Menschen das überhaupt erstmal ermöglichen, dass sie eben durch entsprechende Lohnentwicklung an Kunst und Kultur überhaupt teilnehmen können. Also ein vielfältiges Gebiet. Danke.